Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Kampftechniken für Fortgeschrittene als Horde Hexemeister anzunehmen bei Kriegsherrin VK Linux auf der Insel des Verbannten an dieser Position. Vorquest war viel Fleisch. Falls ihr weitere Fragen habt zu Vorquests oder Folgequests, schaut in die Videobeschreibung, da verlinke ich euch mehrere Videos, wo ich die komplette Insel des Verbannten am Stück aufgenommen habe. Also vom Einloggen bis man nach Suldasar kommt. Quest ist angenommen. Diese Kapitänin Pixerin Rekha Grimax läuft meistens immer woanders hin. Also mal auf die rechte Seite, dann mal auf die linke Seite, völlig egal. Und nun soll ich auf sie Verderbnis wirken. Mach ich mal, bei mir ist es auf der 2. Und nun darf man, wenn Verderbnis auf ihm läuft, Schattenblitz zaubern. Sobald es droht auszulaufen, wieder Verderbnis, damit man es erneuert. Falls ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, wäre es cool, wenn ihr euren Adblocker deaktiviert. Das würde meinen Kanal sehr unterstützen. Ich sag schon mal im Voraus Danke, vielleicht macht es ja der eine oder andere. Jetzt habe ich Verderbnis schon zweimal auf sie erneuert. Und jetzt mache ich es nochmal. Ihr seht, zählt es auch, wenn es schon auf ihr ausgelaufen ist. Man sollte allerdings Verderbnis nicht zu früh auf sie wirken, weil sonst zählt es nicht dazu. Dann kann man halt abwarten, bis der Cooldown vorbei ist und es dann wieder wirken. Dann zählt es. Quest ist abzugeben bei Kriegsherrin Rekha Grimax auf der Insel des Verbannten an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Des Weiteren findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Eizocke.